So, erstmal rein hier. Ich würde sagen, ja. Du schaffst dich schon, wir sind hinter dir. Wenn das Peter sieht, ja, da ist mir... Okay. So, wait. Guck mal ganz kurz hier. Okay, wir müssen zum MG-Bunker oder was, weil er sich da eingeschottet hat. Ist ja auch gar nicht... Am anderen Ende... Ja... Okay. Gut. Auf zum MG-Bunker! Warte mal, war das überhaupt hier richtig? Nee, doch hier, oder? Intens, ja, doch. Boah, ich und meine Orientierung... Wir sind eins. Warum habe ich hier kein Licht? Hab ich hier irgendwie vergessen, den Lichtschalter richtig hinzukommen? Zumindest sind die auf jeden Fall erstmal weg. Die nehmen wir weiter auf den Sack. Oh. Das ist doch aber richtig rum, oder? Oh, nee. Wir machen mal ganz schnell wieder an. Okay, wir müssen bis hinten hindurch. Oh, oder? Okay. Hey, nicht so eine Geräusche jetzt hier. Ah, okay. Hey, was willst du? Was wollt ihr denn jetzt hier? Links, rechts, angetäuscht. So, da war ich gerade gewesen. Hier komme ich nicht rein, ist abgeschlossen. Hier geht's nach unten. Warum geht's denn jetzt hier nochmal nach unten? Hier gibt's noch einen Notizzettel. Ich bin sicher, dass es jemanden, dass es jeden meiner Schritte hören kann. Ich bin in diesem, ich bin in dieses Loch hier gekrochen. Ich werde einfach warten und hoffen. Das war eine schlechte Idee, glaube ich, an deiner Stelle, aber okay. Ich werde mich einfach in Geduld üben und warten. Okay. Vielleicht verschwindet es ja wieder. Nein. Wenn ich nur leise genug bin. Nein. Oh Gott, bitte lass mich leise genug sein. Du wirst das nicht überlebt haben. Und ich gehe von aus, dass der Schreiber der da ist. Hört doch mal auf. Diese kleinen, miesen Fickratten. Ich glaube, mir geht's nicht mehr so gut. Nee, mir geht's nicht so gut. Zum Glück haben wir ja noch einen Verband. Hey. Scheiße, wie kann ich... Was willst du denn jetzt von mir? Meine Munition ist mir eigentlich zu schade für euch. Bin ich ehrlich. Workshop. Vielleicht gibt es ja im Workshop noch ein bisschen was. Ja, aber ich jetzt blute, sind die natürlich geil auf mich, die blöden Ratten. Nee, das ist was Falsches, das will ich nicht mitnehmen. Ach, ich krieg die nur auf die Fresse. Ich werd sterben! Ich bin tot. Okay, das hat mich hingehauen. Okay, das muss ich dann vielleicht doch anders lösen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber daraufhin erstmal ein Tuck. Das ist eine Flöte, wo du drauf spielen kannst. Das wäre auch eine geile Idee. So, wir machen jetzt erstmal, wir heilen uns erstmal eine Runde. Emotional Damage! Alter, 257! Der hat ganz schön wehgetan. Also im Ohr. Na gut, füllen wir erstmal alles wieder hier auf.
dann gehen wir nochmal runter in Main Tents. Ist nur die Frage, was nehmen wir jetzt noch mit? Also was haben wir überhaupt noch im... Ja. Das ist ja gar nicht so viel. Gut, dann probieren wir es einfach nochmal. Weil es so schön war. So, wir müssen dann aber wieder... Oh Gott, dieser Ladevorgang immer wieder. Wir müssen aber eine Runde leise sein. So, hier war ich schon drin, ne? Hier habe ich schon eine Menge... Warte mal, wir nehmen mal hier vorsichtshalber den Stoff noch mit, weil auf dem anderen Weg finden wir ja auch noch Stoff. Grenades... Ja, die sind super laut, ne? Die lassen wir erstmal noch liegen. So, hier sind wir vorhin hin, weil wir Licht anmachen wollten zumindest. Und hier hatten wir auch noch eine Kleinigkeit, genau. Mal her hier, weil aus den beiden Sachen kann ich ja wieder sowas generieren. Sehr gut. Entschuldigung. So, hier bin ich nicht reingekommen, genau. Hier noch irgendwie ein Versteck oder so, wo ich mich hinzimmern kann. Ja, nimm doch mal jetzt hier die Dings. Ich wollte was ausprobieren, das hat aber eine 0,0 hingehauen, leider. Mein Ziel war eigentlich gewesen, dass ich das Ding mir hole. Ne, also das, diese Hundemarke. Aber das hat gar nicht hingehauen. Kein guter Plan. Wir sollten uns einen anderen Plan einfallen lassen. Das war gar nicht gut. Scheibenkleister. Das war richtig schlecht sogar, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber gut. Es ist ein Lernprozess. Aber wir können ja auch, ich bin ja auch dämlich, wir könnten ja auch erstmal die eine Hundemarke, die wir gefunden haben, könnten wir ja auch erstmal da reingucken. Vielleicht finden wir ja da noch was Interessantes an Stuff, den wir gebrauchen könnten. Also ich würde mich zum Beispiel über ein Feuerzeug freuen, damit wir endlich mal Molotow-Cocktails und Co. anzünden könnten. Wäre schon schön. So, jetzt ist die Frage, wie hieß jetzt der Kamerad, den wir jetzt da noch gefunden hatten? Girard. 14. Bardin. Lambert. Foreman Stafford. Girard. So. Ich hab's mir schon wieder vollkommen vergessen. Chat, habt ihr da noch die. Was war das? 1633? War das richtig? Kurzzeitgedächtnis. Wunderbar. Was ist das denn? Was ist das denn?
Ich sag's noch gerade, er erzeugt schwaches Licht und lässt sich verwenden, um Feuer zu legen. Geil! Das kommt erstmal auf Platz 3. Oh, wir haben ein Feuerzeug. Jetzt, Freunde, jetzt geht's ab. So, wo sind jetzt hier... Jetzt fangen wir an, ein bisschen rumzuzündeln. Weil... Erstmal speichern. Ganz wichtig. Wir haben hier nämlich eine Fackel. Die nehmen wir mit. Wir haben hier nämlich noch eine Flasche, die wir kombinieren. Und dann haben wir nämlich... Da steht jetzt allen Ernstes eine leere Flasche mit Stofffetzen. Eine Flasche, in der ein Stofffetzen steckt, lässt sich werfen. Jetzt muss ich da wahrscheinlich noch Benzin einfüllen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Okay, wie lange hält diese Fackel? Falsche Richtung. Hier muss ich hin. Weil ich glaube, vor dem haben die Viecher vielleicht ein bisschen Angst. Also vor Feuer. Okay, der Ladezyklus wieder. Also wir ignorieren jetzt das Licht an der Seite. Ist mir egal. Wir werden das Ding jetzt hier nicht öffnen. Da hoch brauchen wir noch nicht. Hier kommen wir nicht rein. Hier ignorieren wir das auch, weil der Typ stand da unten. Wir gehen mal hier in die Vorratskammer. Mach mal hier Licht an. Wie ich sehe, haben wir aber hier nicht so viel in der Vorratskammer. Okay. Hier haben wir die Granate. Wait, wir hatten noch da vorne noch die eine Granate. Die nehmen wir jetzt nämlich mal mit. Damit wir... Oder hatten wir hier noch Granaten? Ja, hier hatten wir noch eine Granate. Und hier ist ein richtiger Molly. Nein! Nimm das... Ist... Hä? Fuck. Das brennt nur für kurze Zeit. Das sind beide leere Flaschen? Ich dachte, ich könnte... Ich dachte, da wäre jetzt auch schon irgendwie der gute Stoff drin. Aber natürlich nicht. Ganzer Aufwand für nichts? Pforte. Okay. Verpiss dich. Warte. Das war es mir jetzt wert. Schon wieder für nichts. Komm, leck mich doch am Arsch. Lass mich durch. Oh. Alter, was ist denn hier passiert? Was ist denn mit euch verkehrt? Stimmt denn mit euch nicht? Alter! Das ist aber mal gar nicht so toll. Okay, wir sind aber erstmal wieder... Scheiße. Oh Gott, hier ist ein Schlüssel. Wie viel Inventarplatz habe ich denn noch? Oh shit, ich muss irgendwas wegschmeißen bald. Mmh. Gewinne mir einen Schlüssel.
Wofür ist jetzt der Schlüssel? Ist der, wo? Waffenkammer. Oh, eine Notiz. Okay, okay, okay. 11th July 1916. Oh. Dusk. I sit now at the bedside of my dear friend Henri Clément. The doctor has left, but I remain. I feel I must record the extraordinary twists of fate and fortune that have led me to be here. Breathing, alive, strong and well, while Henri lies unconscious, fighting for his life. It starts days ago, on a night patrol. I fell into some kind of pit. I was injured, unable to move, unable to escape. By all rights, it should have been my tomb. I cried for help, screamed myself hoarse. The effort left me parched, exhausted, and still alone. As the next night fell, as I cried what might have been my last cry for help, I could see the stars high, high above, beautiful, indifferent. And then Clément's face appeared at the top of the pit. He lowered himself to me, found a trickle of spring water there, and had me drink from it. It was cool and crisp, with a strange, sweet taste. Never has water felt more nourishing than that, administered by a dear friend's hand. I was saved, but of course, that is not the last twist fate's blade would stab into my back. 11th of July 1916, night. Later now, I continue my tale. As Clément carried me across no man's land, fate struck again. A German outpost spotted us. Gunfire, explosions, desperation. And as the air cleared, I pulled myself to my feet and saw that Henri was wounded, blood pouring from his head, his eyes glassy. He was fading. I do not know where I found the strength to carry him, but carry him I did, all the way back to our bunker. 12th July 1916, morning. Woke this morning and realized that a toy I purchased for my son is gone. I promised him I'd bring him something home from the front, so I brought him a stuffed rabbit from a local shop. A rabbit because he thinks he's so fast. It must have fallen from my pack when I fell into the crater. The thought of that stuffed rabbit lying in that crater, rain and weather matting its fur, unloved, forgotten, totally alone, lost forever. It fills me with profound hopelessness. 12th July 1916. Afternoon. Spoke to the doctor. He told me Henri woke in the night and had no recollection of the events in the crater. Indeed, he seemed even confused as to where he was. Aside from this disturbing news, I'm feeling rather good. Stronger and stronger. As if the whole ordeal has filled both my body and soul with new purpose. Okay. Ja, ich frage mich auch gerade, wo der Schrei herkam im Hintergrund. Aber der war schon echt böse. Alter, was haben die denn hier wirklich veranstaltet? Oh, meine Güte. Ist hier zufällig das Spezialwerkzeug, was wir... Ja, das lief ja richtig gut. Wo ich gerade noch dachte, wir wären halt halbwegs sicher. Falsch gedacht. Toll. Ey, jetzt wieder den ganzen... Ich meine, ja, wir haben ja auch ein bisschen gefailt, ne? Also auf dem Weg dahin. Aber wir waren schon so weit. Wir waren schon so weit, eigentlich. Es
Also eigentlich. Okay. Wir nehmen jetzt wieder vorsichtshalber. Wo war die Granate? Ah, hier. Wir nehmen hier wieder eine Granate mit. Wir gucken ganz kurz, munitionstechnisch. Möppeln wir uns hier auf. Ziehen einmal ein volles Ding hier durch. Sehr nice. Weil wir wissen ja auch. Lol, hab ich das immer die ganze Zeit übersehen? Okay. Wir wissen ja auch, dass wenn wir das Ding anschießen, der langsamer wird. Ne? Also wir können ihn ja ein bisschen runter. Also wir können ihn ja slow down machen. So, das Gute ist, wir können aber auch natürlich hier jetzt erstmal hier rein, ohne dass wir groß Lärm gemacht haben. Und ohne dass er vielleicht auf uns aufmerksam wird. Erstmal. So, Nachteil ist, wir müssen irgendwie die Ratten da hinten wegkriegen. So, vorhin habe ich die Granate geschmissen. Weil ich halt nichts anderes gefunden habe. Wir können ja mal probieren, ob das Viech... Das Benzin. Warte mal. Shit. Habe ich nicht. Ich wollte mich gerade gucken, von wegen mit der Flasche und dem Ding, weil da stand ja mal leere Flasche, ob ich mit dem Benzin quasi die Flasche auffüllen könnte. Kann ein Leben. Da steht ja auch drin, guck mal. Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Guten Morgen, Benni, Alter. Wirklich. Benzin für den Generator. Leicht entzündlich. Kann in leere Flaschen oder auf Boden gegossen werden. Also manchmal denke ich mir auch, warum bin ich so dämlich? Das heißt, wenn ich jetzt nicht hier hingieße. Jetzt Maul. Kann ich dich jetzt anzünden? Okay, ich zünd mich selber an. Das ist gar nicht gut. Das war jetzt mal... so ein richtiger Fail. So, und die Ratten habe ich anscheinend noch nicht mal damit... erwischt. Na, wunderbar. Also, ist ja... Und geht das auch irgendwann wieder aus? Also... Habe ich jetzt den ganzen Tunnel abgefackelt? Das wäre natürlich richtig nice. Hm, natürlich nicht. Okay. Catch your grenade, you son. Das war sehr schlecht geworfen, Benny. Du, hast schon mal, also, ist heute nicht dein Tag heute, hä? Also, ist irgendwie, ist nicht ganz so your day. So, jetzt haben wir den wieder aufgenommen, den wir nicht brauchten. Scheiß drauf, Alter, jetzt habe ich meine Pistole. Geh weg. Geh weg. Nun take it. Ne, nun, nimm es doch. Ja, haben wir. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Du kriegst auch noch auf die Fresse, ey. Okay, das war vielleicht auch, also, ja, ich weiß auch nicht, also gut war es nicht, aber wir nehmen mal hier so Heilung mit, gehen nochmal in die Church, weil da war nämlich... Hier vorne war ein Rucksack, den will ich haben. So, hier war noch eine... Ja, das ist aber auch ein Code, Alter, 999.
So, hier war noch was. Genau, das haben wir schon gelesen. Hier machen wir mal kurz auf. Gehen hier kurz rein. Auch wenn creepy as fuck. Oh. 11. July 1916. Nein, du brauchst es nicht nochmal vorlesen. Lass es. Ich will mich nur heilen. Oh. Jojo! Kannst du eine Fackel machen und die Biester damit verjagen? Also, ich hab's noch nicht rausgefunden, wie. Die. Konnten wir machen. Aber ich weiß nicht, wie ich damit irgendwie zuschlagen konnte. Ist der jetzt weg? Bitte. Hallo? Hallo? Wir probieren es. Leise. In der Hocke. Das war jetzt nicht leise. Okay. Kann sich noch jemand daran erinnern, wo dieser Bunker war? Ich habe eine Orientierung wie ein, wie eine Fliege. I don't know. Du bist drin. Was? Ich dachte... Was? Echt? Also ja, ich bin... Ja. MG-Bunker. Vielleicht brauchst du nicht, Alter. Hast du ja... Ist ja... Hast du nicht Unrecht, ne? Also ich bin ja in einem Bunker drin. Aber wo wir jetzt denn das hin müssen halt? Oh. Benutze eine leere Flasche mit dem Tank des Generators, um sie mit Benzin zu füllen. Benutze eine leere Flasche? Okay, wait. Wie kann ich die jetzt nutzen? Hä? Muss ich die jetzt hier hinstellen? Dein Inventar ist voll. Ich will sie nicht werfen, ich will sie... Benzinbombe! Das wollte ich haben. Ja, 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 ja. So, wo sind die kleinen Ratten? Come on, come on. Ich will sie jetzt mal ausprobieren. Also eigentlich müsste ich saven. Also eigentlich müsste ich jetzt irgendwo hingehen, um meinen Fortschritt zu speichern. Aber... Pillbox. Was? Exit. Hier ist das Ding. Okay. Hä? Bin ich. Bin ich. Fuse Storage. Okay. Aber wo ist denn jetzt dieser MG-Bunker? Warum. Hab ich eine Map? Natürlich nicht. Ich habe natürlich keine Map. Oder habe ich eine Map? Nee, hab ich nicht. Scheiße. War das hier? Hier ist ein Loch. Hier müssen wir wieder rüberspringen. Ey, ich bin doch jetzt auf derselben... Oh, wie dämlich bin ich denn heute wieder? Wir müssen, glaube ich, hier... Ich habe den Schlüssel vergessen. Habe ich noch Platz?
Oh, ich hab noch einen Platz. Oh, ich hab den Schlüssel doch in der Kapelle vergessen. Ich bin doch dämlich. Also ich bin heute wirklich, ich bin, also... Chat, es tut mir echt leid, dass ihr euch das hier anguckt. Also, ihr wisst ja, warum ihr eingeschaltet habt, ne? Also, ihr seid ja gewohnt, wie wir hier spielen. Aber gerade eben denke ich mir noch so, ja, von wegen, wir brauchen den Schlüssel aus der Kapelle, damit wir denn da hinkommen und jojojojo und so, ne? Aber... Ich habe mich sogar hier eingesperrt. Ne, also, versteckt. Ich schalte immer für tolle Unterhaltung ein. Uhu. Erstmal, wenn du Uhu schreibst, glaube ich, sage ich, ich bin auch dabei. Das andere kann ich nicht. Wir müssen mal warten, bis eventuell Bianca kommt oder so. Vielleicht kann die das. I don't know. Was? Schlüssel zum MG-Bunker. Öffnet die Tür des MB. Ja, ist doch. Hab ich doch. Dann ist doch der MG-Bunker, oder willst du mich jetzt. Aber. Nicht? Muss ich jetzt wirklich zurück, um auf die Map zu gucken, wo dieser blöde MG-Bunker ist? Ich hab gedacht, das wäre jetzt hier unten. Ich meine. Klar, wie. Also. Also, wir können es jetzt auch nochmal anders machen. Mit meiner letzten Patrone. Panik bin ich in die richtige Richtung gerannt. Also manchmal muss man auch einfach mal Glück haben. Meine Güte. Oh, leck mich am Arsch, ey.